Ja, Simon Nickli, was sind deine Ziele für die Heim-WM? Meine Ziele sind sicher vier konstant gute Läufe zu machen und dann hoffe ich auch, dass die eine oder andere Medaille gibt natürlich. Es wäre ganz besonders schön vor dem Heimpublikum, wo Medaillen umzuhängen. Gibt es irgendwie einen besonderen Druck oder vielleicht sogar eine besondere Nervosität, die ein bisschen grösser ist vor so einer Heim-WM? Ja, es wird schon. Also man wird schon viel mehr darauf angesprochen, habe ich jetzt gemerkt. Einfach auch unter den Ball gesagt, normalen Leuten, dass jetzt hier Heim-WM stattfindet. Und ich merke natürlich auch, die Gedanken sind schon lange auf diese WM gerichtet. Und freue mich besonders darauf. Wirklich, die ist auch gross. Und darum denke ich, jetzt am Sprint wird auch die Nervosität schon ein bisschen grösser sein. Aber dann muss ich einfach auch machen, wie ich es schon mache. Und dann wird es sicher besonders sein, dass wir die Unterstützung bekommen vom Publikum. Eben, das ist der berühmte Heimvorteil. Wie gross ist er? Was ist der Heimvorteil? Sicher eben das Publikum und ich denke auch die ganze Vorbereitung. Also es war natürlich um einiges einfacher gewesen mit den Anreisen. Wir konnten sicher viel mehr ganz spezifische Training machen als sonst. Und ja, allgemein denke ich, vom Gelände her ist eher der Mittelland. Dort werden wir einen Heimvorteil haben, weil ja, in dem bin ich zum Beispiel aufgewachsen und habe wirklich das in mir. Mitteldistanz, denke ich, ist der Heimvorteil nicht mehr gross. Das werden alle anderen auch gut trainiert haben. Und Sprint auch sowieso, also das geht um Sekunden. Und da ist der Vorteil nicht mehr gross. Du hast gesagt, du bist angesprochen worden auf die WM. Welche Frage wird dir denn so am meisten gestellt und was hast du für eine Antwort parat? Ja, natürlich die, wie viele Goldmedaillen es wieder gibt. Und dort eben, muss ich immer wieder sagen, es ist nicht selbstverständlich, dass ich ganz vorne mitlaufen kann. Und ich hoffe, dass ich eine kann laufen kann. Aber auch dort muss ganz viel zusammen stimmen. Und ja, wir werden am Schluss von der WM eine Bilanz ziehen können. Okay, besten Dank und viel Glück. Merci.